Stadt in Waidhofen an der Ilm. Und das größte Ziel, was ich erreicht habe, in Waidhofen, man muss immer betonen, in Waidhofen, das ist ein ganz spezielles. Ich habe 14 Kandidaten gefunden, die was mit mir auf die Liste gehen. Wir sind die drittstärkste Liste in Waidhofen. Vor die regionalen Themen ist natürlich gesagt, wir sind auf Gemeindeebene, das ist alles die Verwaltung. Und da sind halt die Bereiche, Waidhofen ist ein bisschen eine Herausforderung mit diesem Stadt-Land-Gefälle. Und was man auf alle Fälle mal verbessern muss da drin, ist die Kommunikation. Und wir wissen einfach, so eine absolute kann für eine gewisse Personengruppe immer ein Vorteil sein, aber für die Gemeinschaft meistens ein Nachteil. Und das muss einmal weg. Und der Stil, den was ich da ab und zu auch in den Medien bekannt gebe, das ist so, was ist denn ein neuer politischer Stil? Ein neuer politischer Stil ist auch, dass man die anderen einlädt, mitzuarbeiten oder beziehungsweise auch auffordert, mitzuarbeiten. Also ich brauche keine anderen Parteien hinausdrücken, weil sie keine Mehrheit haben. Erstens haben die auch eine Meinung und vielleicht haben die auch mal eine gute Idee. Es ist so, wenn Sie mir fragen, was ist ein Programm? Wir wissen, es gibt diese leeren Aussagen, leistbares Wohnen. Was ist leistbares Wohnen? Der Preis bleibt gleich, die Quadratmeter werden weniger. Ein Wirtschaftsstandort sichern, was bedeutet diese leere Aussage, wenn man sie nicht irgendwie befüllt? Wirtschaft, wie schon erwähnt worden ist, das seid ihr, ihr kauft ein, die Bürger kaufen ein. Du kannst das beste Produkt produzieren, es bringt nichts, wenn es keiner kauft. Also was kann die Gemeinde tun, um einen Wirtschaftsstandort attraktiv zu gestalten? Man muss einfach schauen, dass es alles sehr ausgewogen ist auf Gemeindeebene. Und einfach schauen, dass ich eine gute Balance habe, wo wir eine gute Balance für verschiedene Betriebe, ergibt sich ein gesunder Wettbewerb. Ich muss attraktiv sein. Attraktiv sein bedeutet Innovation und Innovation ist Weiterentwicklung. Das sind so die Punkte und auf die muss man schauen. Und dann gibt es einfach das Beispiel, wenn ich den Menschen ins Zentrum stelle, egal bei welchem Projekt, ob so ein Kanal, Super, Schule, Kindergarten geht, wenn ich die betroffene Menschengruppe zusammenfasse, das erkenne, was wichtig ist, dann kann ich jedes Projekt auf Gemeindeebene bis oben abarbeiten. Es funktioniert. Und weiter saß bei Gesetzen, Gesetze oder Verordnungen sind ja eigentlich dazu gemacht, dass das Zusammenleben der Menschen funktioniert. Die Natur braucht keine Gesetze, die hat ja eigene. Und momentan bewegen wir uns in die Richtung, Gesetze werden gemacht, damit das Zusammenleben der Menschen kontrolliert wird. Kann man schön rein draus machen, ist aber ein riesiger Unterschied. Also für mich war es so, warum ich dann mehr aktiv geworden bin, ist einfach, das waren meine Kinder, 8 und 9 Jahre. Und für mich ist aber ganz klar, dass meine Kinder brauchen keinen QR-Code, damit sie ins Freibad gehen. Brauchen auch keinen QR-Code zum Musikverein, Feuerwehr oder irgendwo hinzugehen. Und wenn sie mal älter sind, brauchen sie auch keinen QR-Code zum Feiern und dass sie das Leben genießen können, Führerschein machen oder überhaupt ihnen die berufliche Laufbahn irgendwie untersagt wird durch sowas. Kommen wir zum Thema Angst, das ist ganz gut angesprochen worden. Da möchte ich auch gleich mal sagen, eine hochqualitative Zeitung hat ja heute einen guten Bericht gebracht, wo ich als Bedrohung für Waidhofen dargestellt worden. Also Waidhofen zittert vor mir. Bei den Temperaturen vielleicht nicht schlecht, mir war auch schon ein bisschen kalt. Und das ist natürlich sehr gut, weil jetzt ist diese Wende da und Wahlen sind unsere Chance. Und wir beginnen da jetzt in Waidhofen. Und das ist der Wendepunkt. Die Wahl, da könnt ihr entscheiden oder in dem Fall die Waidhofener, wie es weitergeht. Interessiert euch für das, was passiert, weil ihr seid als Abgaben- und Steuerzahler, ihr seid der Investor. Und es gibt viele, die schauen ja jeden Tag im Sparbuch nach, ob es mehr geworden ist. Schaut einmal euren Abgaben- und Steuergeldern nach, was mit denen passiert. Dann wird es interessant und dann schaut es, wenn ihr wählt. Und das ist die Wende. Wir machen das in Waidhofen, da beginnt es.
Dann gehen wir nach Tirol, dann werden wir noch den Bundespräsidenten einmal vernünftig auf die Beine stellen, aber einen richtigen. Und dann geht's weiter und zwischendurch einmal nur kurz in die Bundeswahl. Und zum Ende noch Gesicht zeigen, aber jetzt gerade eine Maske drin habt. Einfach friedlich zeigen, dass ihr mit denen nicht einverstanden seid. Ausdauernd bleiben, friedlich, die Wahlen kommen, manche sogar schneller als man denkt. Gut überlegen und wenn diese Wahlen geschlagen sind, kümmert sich um euer Geld, was in das System investiert, beobachtet es. Der Beitrag ist wichtiger als die 0,01 Zinsen, die was wir dann noch in Zukunft kriegen. Und danke fürs Dasein.